Groß und Klein finden sich in der Bergzeit wieder. In der Sendung am Mittwoch bei diesen Themen. Großes Kunstwerk, der Hauptaltar in der St. Annenkirche. Kleines Frühlingslied, bebilderte Worte von Heinrich Heine. Und große und kleine Osterhasen, Kinderstück zu Feier in Schneeberg. Glück auf! Wir warten auf Ostern. Die Eierversorgung dürfte in Sachsen gesichert sein, zumindest laut Statistik. Wussten Sie, dass es im Freistaat 56 Legehennenbetriebe mit mindestens 3000 Haltungsplätzen gibt? Allein in diesen wurden im vergangenen Jahr rund 920 Millionen Eier gelegt. Das waren rund 6,8 Millionen Stück mehr als im Jahr 2020. Im Jahr 2021 legte die sächsische Durchschnittshenne 311 Eier. Die Zahlen stammen vom Statistischen Landesamt. Ein anderes Landesamt, nämlich das für Denkmalpflege, hat eine neue Publikation für ein Kunstwerk in Annaberg-Buchholz herausgebracht. Dazu gleich mehr in den Nachrichten fürs Erzgebirge. Thalheim steht vor einem besonderen Kulturevent. Das Kunstfestival Begehungen findet 2022 erstmals nicht im Stadtraum Chemnitz statt, sondern in der ca. 15 Kilometer entfernten Kleinstadt. Ausstellungsort wird das seit 2014 ungenutzte Erzgebirgsbad sein. Der 1996 als sogenanntes Spaßbad konzipierte Komplex besteht aus Schwimmhalle samt Rutschen, Sauna und Freibad mit weitläufigem Außenbereich. Der Festivalzeitraum ist vom 11. bis 21. August. 5 Wochen hatten die Künstlerinnen und Künstler Zeit gehabt, sich von den Fotografien des leerstehenden Erzgebirgsbads inspirieren zu lassen. Das Ergebnis überraschte das Festivalteam überaus. 691 Bewerbungen wurden über das eigens geschaffene Online-Portal eingereicht. Das bedeutet eine neue Rekordzahl. Welche Werke nun konkret im August in der Ausstellung gezeigt werden, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Schwarzenberg. Auf der Waldbühne Schwarzenberg soll am 18. Juni 2022 das legendäre RSA-Festival wieder zum Mekka der Musiklegenden werden. Nach 2-jähriger Pause ist es gelungen, alle bereits angekündigten nationalen und internationalen Künstler für dieses Jahr erneut zu gewinnen. In Schwarzenberg werden Bonnie Tyler, Slade, die Münchner Freiheit, Purple Schulz, The Trucks, die AC/DC Tribute Band The Jailbreaker und The Firebirds erwartet. Laut Veranstalter sind für das bereits 2-mal verschobene Mega-Event nur noch wenige Tickets verfügbar. Auf www.schwarzenberg-festival.de lassen sich die letzten Tickets sichern. Die Neuerscheinung des Buches »Der Hauptaltar in der St. Annenkirche zu Annaberg« und die Augsburger Daucherwerkstatt war Anlass, die Publikation am Nachmittag des 11. April im Annaberger Gotteshaus vorzustellen. Das Arbeitsheft 31 des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen ist mit dem Altar einem außergewöhnlichen Kunstwerk gewidmet, dessen 500. Jahrestag im Jahr 2022 begangen wird. Der 1522 von der Augsburger Bildhauerwerkstatt Adolf und Hans Daucher in der Annaberger St. Annenkirche errichtete Hauptaltar gehört zu den spektakulärsten Werken der deutschen Frührenaissance. Trotz seiner herausragenden künstlerischen Bedeutung findet er in der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz bisher vergleichsweise wenig Beachtung. 2017 erfolgten auf Veranlassung des Landesamtes für Denkmalpflege kunsttechnologische und kunsthistorische Untersuchungen des Werkes. Deren Ergebnisse und daraus abgeleiteten Erkenntnisse werden im Buch reich bebildert der Öffentlichkeit vorgestellt. Voraussetzung für die bedeutende landesfürstliche Altarsstiftung war die sich um 1500 stark entwickelnde Montanregion um Annaberg sowie die Sonderstellung der St. Annenkirche und deren Förderung durch Herzog Georg.
Insofern versteht sich die vorliegende Neubewertung und Würdigung des Kunstwerkes auch als Beitrag zur Erforschung des UNESCO-Welterbes Montanregion Erzgebirge Krushnohorie. Das im Sandstein Verlag Dresden erschienene 80-seitige Buch ist zum Preis von 12 Euro im Buchhandel erhältlich. Für die Wahl des Landrates im Erzgebirgskreis hat der Kreiswahlausschuss alle 7 der eingereichten Wahlvorschläge zugelassen. Somit stehen auf dem Wahlzettel Rico Anton, CDU, Thorsten Gala, AfD, Professor Dr. Volker Weber, Freie Wähler, Holger Zimmer, Linke, Simone Lang, SPD, Tino Günther, FDP und Stefan Hartung, Freie Sachsen. Die Wahl des Landrates im Erzgebirgskreis ist am 12. Juni. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhält. Entfällt auf keinen Bewerber mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen, findet am 3. Juli ein zweiter Wahlgang statt. Steffen Kind und Katrin Fuchs sind laut Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen in einer geheimen Wahl als Vorsitzender und stellvertretende Vorsitzende des Kulturbeirats gewählt worden. Beide agierten abwechselnd in den genannten Funktionen bereits im vorherigen Berufungszeitraum des Kulturbeirates von 2017 bis 2021 und erhielten somit von der Mehrheit der Mitglieder erneut das Vertrauen. Steffen Kind ist beruflich als Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Erzgebirgsensembles Aue tätig. Katrin Fuchs leitet hauptamtlich das Stadtmuseum und die kleine Galerie in Döbeln. Dass die Organisatoren des Projekts Erzgebirgische Aussichtsbahn am Montag in Scheibenberg die Weichen für die Fahrsaison 2022 gestellt haben, darüber hatten wir berichtet. Am 13. April und damit noch vor dem Osterwochenende begann der Vorverkauf. Der Kauf der Fahrkarten ist online über die offizielle Webseite der Erzgebirgischen Aussichtsbahn www.erzgebirgische-aussichtsbahn.de und über die bekannten Vorverkaufsstellen in den Touristinformationen entlang der Strecke und im Krottendorfer Räucherkerzenland möglich. Sollte für Interessenten und Gruppen aller Art kein passender Termin dabei sein, ist das auch kein Problem. Die Organisatoren der EAB unterbreiten auf Anfrage gern ein Angebot für eine ganz individuelle Zugfahrt, zum Beispiel für eine Familienfeier, einen unvergesslichen Ausflug mit Freunden oder ein ganz besonderes Firmenevent. Nachdem die Förster seit 2018 aus dem Wald überwiegend Bäume zur Borkenkäferbekämpfung entnommen haben, konnte im letzten Winter wieder ein Grünholzeinschlag durchgeführt werden. Der Forstbezirk Eibenstock hat seit 1990 ca. 50 Millionen Bäume, zumeist unter vorhandene Fichten, gepflanzt. Damit diese jungen Bäume zu stabilen Waldbeständen heranwachsen können, benötigen sie dringend Wasser und Licht. Durch die Entnahme der alten Fichten fallen große Wasserkonkurrenten weg und mehr Licht erreicht den Waldboden. Im Zuge dieser Waldumbaumaßnahmen werden auch die Waldwege stark beansprucht. In diesem Frühjahr waren besonders die Waldgebiete um die Gemeinden Lauter und Bockau betroffen. Dazu Michael Pfalz vom Forstbezirk Eibenstock. Als Forstleute sind wir bestrebt, alle Waldfunktionen zu erfüllen. Zu jeder Zeit ist dies aber nicht möglich. Wir sind somit auf zeitlich begrenzte Kompromisse angewiesen. Die Waldbesuchenden mussten in den letzten Wochen hinnehmen, dass die Waldwege nicht immer passierbar oder in gutem Zustand waren. Seit der letzten kann der Erzengelweg wieder uneingeschränkt benutzt werden und auch in der Woche vor Ostern sind die Mitarbeiter des Forstbezirks Eibenstock unermüdlich dabei, weitere Waldwege im gesamten Bereich des Forstbezirkes anzurichten, so dass die Erholungssuchenden über die Feiertage ungetrübte Walderfahrungen erleben können. Nach den Holzerntemaßnahmen folgen auch wieder Pflanzungen. In diesem Jahr investiert der Forstbezirk Eibenstock ca. 1 Million Euro in Neuanpflanzungen. In Oberwiesenthal hat die Wintersportausstellung im Wiesenthaler K3 gleich 5-fachen Medaillenzuwachs erhalten. Rennrodlerin Julia Taubitz hat am 11. April ihre 5 WM-Medaillen aus den Jahren 2020 und 2021 eigenhändig, symbolisch in Form eines Medaillenpünktchens an die Medaillenwand in der Ausstellung angebracht. Im Jahr 2003 begann die damals 7-jährige Julia Taubitz mit dem Rodeln.
Einer ihrer ersten Trainer war der Oberwiesenthaler Erhard Klotsche, der zum Kleben der Medaillenpünktchen vorbeikam. Ebenso im K3 zugegen war mit Andreas Estl einer ihrer ersten Trainer an der Eliteschule des Wintersports im Kurort Oberwiesenthal. Und jetzt noch ein paar Tipps für Ostern. Am Ostermontag ist um 11 Uhr im kleinen Saal des Kulturhauses Bad Schlema erstmals eine Ostermatinee der Erzgebirgischen Philharmonie Aue zu erleben. Unter anderem erklingen Werke von Antonio Vivaldi, Johann Strauss und Josef Haydn. Über Ostern wird bei ErzTV wieder gekocht. In der Sendung Treffpunkt Kulinarisch, die am Dienstag in Aue aufgezeichnet wurde, hat Fernsehkoch Benjamin Unger Pfarrer Tobias Sommer aus Grünhain-Beierfeld zu Gast. Während Schweinefilet im Parmaschinkenmantel mit Spargel und Bärlauch zubereitet wird, unterhalten sich die beiden natürlich auch über das Osterfest. Noch zur Küchenarbeit gehört ein Schichtdessert mit Erdbeeren und Biskuit. Das Team vom Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge lädt in den Osterferien zu einem Besuch auf einer Halde ein. Gemeinsam geht es am 20. April 10 Uhr auf Spurensuche an einen verborgenen Aussichtspunkt. Diese wird Rätsel aufgeben und lösen. Auf der Suche nach Antworten besuchen die Teilnehmenden ausnahmsweise die mit Birken bewachsene Halde nahe dem Museum. Gemeinsam erkunden sie, woher die Kohle kommt und welche Voraussetzungen für ihre Bildung notwendig waren. Dann wird mit Geologenbrille und Hammer gegraben und gebuddelt. Mit dem neuen Wissen und etwas Glück lassen sich fossile Abdrücke von Pflanzen finden, die an der Bildung von Steinkohle beteiligt waren. Eine Anmeldung ist erforderlich. Teilnehmer sollten an festes Schuhwerk und entsprechende Kleidung denken, die auch mal dreckig werden darf. In Schneeberg feiert die Indoor-Erlebniswelt Fandora am 15. und 18. April von 10 bis 20 Uhr fantastische Ostern. Täglich zweimal wird der Osterhase Osternester verstecken. Außerdem dürfen sich die Besucher auf Animation und einen Eierlaufwettbewerb freuen. Am Ostersonntag und Ostermontag lockt der Schwarzenberger Ostermarkt, hier natürlich Bilder aus dem Archiv, mit buntem Markttreiben, Kinderprogramm und kultureller Umrahmung in die denkmalgeschützte Altstadt. Die kleinen Besucher können sich auf das Riesenosterei zum Bemalen, den Osterhasen und noch viele weitere Osterüberraschungen freuen. Circa 35 Händler präsentieren sich an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr mit einem abwechslungsreichen Warenangebot. Im Perla Castrum trifft der Osterhase in einer Sonderausstellung auf Hexen, Kobolde und Waldgeister. Außerdem findet dort an beiden Tagen eine Osterrallye statt. Weitere Informationen unter www.schwarzenberg.de. Ein Angebot für die ganze Familie. Kindertagesstätten heißen zum Beispiel von A wie Abenteuerland bis Z wie Zwergenhaus, hierzulande auch schon mal Löwenzahn, Sonnenblume, Regenbogen, Bucheckerle, Krümelburg oder Schwalbennest. In Schneeberg gibt es eine Kita, die die Bezeichnung Drachenkopf trägt. Genauer am Drachenkopf. Das geht nicht etwa auf die Erziehungsmethoden zurück, sondern auf den Straßennamen, wo der Kindergarten vor genau 70 Jahren seine Arbeit aufnahm. 70 Jahre, das ist schon mal ein Grund zum Feiern. Die goldene Sonne erstrahlte am 9. April in Schneeberg vor Freude. Im Kulturzentrum war eine Feier im Gange. Für die Kindertagesstätte am Drachenkopf und die Johanniter gab es dafür doppelten Grund. Den 70. Geburtstag der Schneeberger Kita, die letzten 25 Jahre davon in Trägerschaft der Johanniter Unfallhilfe. Da die Feier auf die Zeit vor Ostern fiel, wurde ein dazu passendes Kindermusical aufgeführt. Dadurch standen die Mädchen und Jungen an diesem Tag im Mittelpunkt des Geschehens.
Am 9. April 1952 wurde die heutige Johanniter Kindertagesstätte am Drachenkopf als erster städtischer Kindergarten der Bergstadt Schneeberg eröffnet. Zum runden Geburtstag gab es am Samstag im Kulturzentrum Goldene Sonne in Schneeberg eine Festveranstaltung mit Grußworten, Andacht und vielen Gesprächen. Höhepunkt war die Aufführung des Kindermusicals zur Hasengeschichte Ich bin stark von Rolf Zurowski, das die Mädchen und Jungen mit ihren Erzieherinnen einstudiert und auf die Bühne gebracht haben. Dürfen die Elfen und erfahrensten Hasen hinein, um die Eier zu verstecken. Mutter schaut schon längst nicht mehr hinein. Die eigenen Farbenträume sind ihm nun wieder die allerliebsten. Ich bin stark! Ich bin stark! Ich bin stark und ich... 32 Kinder und 9 Erwachsene wirkten auf der Bühne mit. Andrea Richter, Leiterin der Kita am Drachenkopf, schlüpfte selbst in die Rolle der Hasengroßmutter. Die 58-jährige Schneebergerin ist seit 37 Jahren in der Einrichtung tätig, hat mehr als die Hälfte der Geschichte dieser Kita mitgeschrieben. Die Kita vertritt eine moderne Pädagogik, berücksichtigt die Lebensbedingungen der Kinder, fördert Kooperationen und Vernetzungen. Die Tradition zeigt sich mit Blick auf Familien. Einige Eltern, deren Kinder die Einrichtung besuchen, wurden als Steppkes selbst dort betreut. In der zentrumsnahen, trotzdem ruhig gelegenen Kita am Drachenkopf kümmern sich derzeit 7 Erzieher und 3 ehrenamtliche Mitarbeiter um rund 70 Kinder zwischen 1 und 7 Jahren. Zur Einrichtung gehört ein 800 Quadratmeter großes Außengelände. In der Trägerschaft der Johanniter im Erzgebirge befinden sich insgesamt 24 Kitas. Der April macht in diesem Jahr im Erzgebirge, was man ihm beim Wetter nachsagt. Er kann sich nicht entscheiden. Denken wir nur ans vergangene Wochenende. Innerhalb einer Stunde muss die wärmende Sonne einem Wintersturm Platz machen, um dann plötzlich wieder zu scheinen, als hätte es die Schneeflocken soeben nie gegeben. Wir hatten im April schon frostige Tage und dann zuletzt einen warmen Dienstag und Mittwoch. So ist er, der Frühlingsmonat April. Auch Heinrich Heine hatte sich über die Jahreszeit Gedanken gemacht. Heinrich Heine. Leise zieht durch mein Gemüt. Leise zieht durch mein Gemüt liebliches Geläute. Klinge, kleines Frühlingslied, kling hinaus ins Weite. Kling hinaus bis an das Haus, wo die Blumen sprießen. Wenn du eine Rose schaust, sag, ich lass sie grüßen. Das war die Bergzeit am Mittwoch. In der Sendung am Gründonnerstag werden wir zeigen, was die Museen im Erzgebirge gerade an Sonderausstellungen anbieten. Außerdem nimmt sie einen Ausflugstipp mit an die Talsperre Kriebstein. Im Studio gibt es wieder einen Wechsel. Thomas Meinl wird sie durchs Programm begleiten. Deswegen wünsche ich schon mal frohe Ostern. Glück auf!
Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.